Eine Ausbildung, in der du den ganzen Tag draußen unterwegs bist und auch noch umsonst den Führerschein machen kannst, klingt für dich vielleicht verrückt, ist aber ganz normal bei der Ausbildung zum Straßenwärter. In diesem Video geht es genau um den Beruf, der echt eigentlich richtig coole Vorteile mitbringt. Was ich ja irgendwie besonders lustig finde, von dem Beruf hast du vielleicht noch nie etwas gehört, aber du hast diese Männer und Frauen bestimmt schon sehr oft gesehen. Sie sind es nämlich, die auf unsere Autobahn und andere Straßen aufpassen, sie aufräumen und ausbessern. Damit machen sie einen echt krassen und wichtigen Job. In den nächsten Minuten erzähle ich dir, wie die Ausbildung so aufgebaut ist, wie die Jobaussichten sind, kleiner Spoiler, echt gut, und welche besonderen Skills du mitbringen solltest, wenn du Straßenwärter werden möchtest. Die Infos habe ich übrigens alle aus erster Hand. Ich habe sie nämlich direkt von den Experten der Autobahn GmbH des Bundes. Die managt alle Autobahnen in Deutschland und sucht dafür jede Menge Azubis. Mit rund 13.000 Kilometern ist das Autobahnnetz in Deutschland das viertlängste der Welt. Um eine kleine Vorstellung zu bekommen, das ist wirklich super lang, quasi von Berlin nach New York und zurück. Okay, doofer Vergleich, aber wir haben ja einfach unfassbar viele Autobahnen. Und die müssen auch instand gehalten werden. Klar, weil täglich Millionen Fahrzeuge drüber brettern und auch Wind und Wetter ihren Teil dazu beitragen, dass es immer etwas zu tun gibt. Ach übrigens, willst du mehr News und Infos rund um das Thema Ausbildung, dann folg unserem Instagram-Kanal. So bist du immer auf dem Laufenden. Damit sind wir schon bei unserer ersten Frage. Was macht so ein Straßenwärter oder eine Straßenwärterin den ganzen Tag? Ich habe es ja gerade schon kurz angerissen. In dem Job passt du quasi auf die Autobahnen auf. Auf Bundesstraßen, Landstraßen und was es sonst noch so für Straßen gibt. Das ist super vielfältig und du bist täglich draußen unterwegs. Alle, die keinen Bock auf einen klassischen Schreibtischjob haben, sind hier also schon mal genau richtig. Ich sag dir mal, wie der Arbeitsalltag als Straßenwärter bei der Autobahn GmbH des Bundes aussieht. Meist bist du für einen bestimmten Abschnitt an Straßen zuständig. Im Daily Business fährst du zum Beispiel Strecken ab, die dazugehören, kontrollierst die Fahrbahn oder auch Brücken und Parkplätze. Besonders im Sommer checkst du, ob irgendwo Schlaglöcher sind, besserst Schäden aus und mähst das Gras an Böschungen. Oder aber du beseitigst Ölspuren, die natürlich das ganze Jahr über vorkommen können. Im Winter sehen die täglichen Aufgaben dann schon etwas anders aus. Hat es zum Beispiel nachts geschneit, springst du am frühen Morgen in den Schneepflug und räumst erstmal die Fahrbahn frei. Für Autofahrer echt gefährliches Glatteis beseitigst du mit Salz und Sohle. Gerade auch im Winter ist es außerdem der Job von Straßenwärtern, Bäume zurückzuschneiden. Gehölzpflege nennt man das. Für das alles lernst du natürlich, wie man mit verschiedenen technischen Geräten und manchen echt großen Maschinen umgeht. Was leider immer unplanmäßig vorkommen kann, sind Unfälle. Auch hier wirst du als Straßenwärter dazugerufen, damit Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr schnell und sicher ihren Job machen können. Du erstellst dann Unfallmeldungen, sperrst die Unfallstelle ab und reparierst zum Beispiel beschädigte Leitpfosten. Und übrigens stehst du eigentlich auf Orange. Straßenwärter erkennt man nämlich meistens an ihrer leuchtend orangenen Arbeitsbekleidung. Damit sind sie dann auf der Autobahn immer gut zu sehen. Es ist auch voll wichtig, den Arbeitsbereich mit Warnlampen, Warnbarken oder auch Schildern zur Temporeduzierung abzusperren. Straßenwärter arbeiten nämlich immer, wenn es geht, auf der Straße, während nebenher der Verkehr weiterläuft. Als Straßenwärter kannst du aber natürlich nicht nur im Bereich Autobahn einen Job finden. Mögliche Arbeitsplätze sind zum Beispiel auch die Straßenbauverwaltungen der Städte, Gemeinden oder Kreise. Da arbeitest du hauptsächlich mit den Straßenmeistereien oder den Bauhöfen. Die Aufgaben sehen da aber ganz ähnlich aus, halt eben nur auf kleineren Straßen und mit einer anderen Umgebung. Die Fachleute von der Autobahn GmbH des Bundes bringen den Job übrigens richtig gut auf den Punkt. Straßenwärter sorgen für verkehrssichere Straßen und das stimmt absolut. Das Unternehmen gibt es übrigens noch gar nicht so lange. Gegründet wurde es 2018 und so richtig in Betrieb genommen ist es erst 2021. Statt wie früher bei den einzelnen Bundesländern liegt die Verantwortung über alle Autobahnen in Deutschland jetzt bei einem Unternehmen des Bundes. Für dich als Azubi hat das ein paar echt richtig gute Vorteile. Welche das sind, erfährst du in ein paar Minuten. Jetzt gibt's erstmal ein paar Fakten zur Ausbildung an sich. Die Ausbildung zum Straßenwärter dauert 3 Jahre und ist dual aufgebaut. Das heißt, den praktischen Teil der Ausbildung verbringst du im Betrieb, also zum Beispiel bei einer Autobahnmeisterei oder bei einem Straßenbauamt. Die Theorie lernst du in der Berufsschule. Meistens gibt es aber auch zusätzliche überbetriebliche Lehrgänge. In der Praxis werden dir natürlich alle Skills beigebracht, die du für die Arbeit als Straßenwärter so brauchst. In der Berufsschule hast du ganz normale Fächer wie Deutsch und Sozialkunde. Du lernst da aber auch so spezielle Sachen wie verkehrs- und wegerechtliche Bestimmungen. Und was echt cool ist, du machst während der Ausbildung deinen Führerschein. Weil du in dem Job auch große und schwere Fahrzeuge führst, bezahlt dir dein Arbeitgeber die Führerscheine B, also fürs Auto, und CE. Damit darfst du dann sogar einen LKW mit Anhänger fahren. Für mehr Infos zum Beruf, klick auf das I. Okay, kommen wir zu den Voraussetzungen, die du für die Ausbildung als Straßenwärter oder Straßenwärterin mitbringen solltest. Ich fange mal quasi mit den harten Fakten an. Was den Schulabschluss angeht, reicht es, wenn du den Hauptschulabschluss hast. Dabei gibt es bestimmte Schulfächer, die für die Ausbildung als Straßenwärter besonders relevant sind.
Gute Noten sind auf jeden Fall von Vorteil, auch weil du in der Ausbildung dann einfach besser klarkommst. Mathe zum Beispiel brauchst du, um das richtige Mischverhältnis für Streusern zu berechnen. Ein bisschen Ahnung von Physik hilft dir dabei zu verstehen, wie verschiedene Kräfte und Hebelarten wirken. Du hast ja in dem Job auch wirklich viel mit großen Maschinen zu tun. Und da ist es auf jeden Fall praktisch, wenn du in der Schule Spaß an Werken oder Technik hast. Bist du in der Technik-AG deiner Schule, dann erwähne das also auf jeden Fall in deiner Bewerbung. Ich habe dir übrigens mal hinter dem II die Playlist mit allen unseren Videos zu dem Thema verlinkt. Da werden ganz viele Fragen zum Anschreiben, Vorstellungsgespräch, Bewerbungstest und so weiter beantwortet. Jetzt nenne ich dir noch 7, ich sag mal, etwas speziellere Eigenschaften, die du mitbringen solltest. Die Tipps dafür habe ich mal wieder von der Autobahn GmbH des Bundes bekommen. Eigenschaften Nummer 1 und 2, du solltest trittsicher und schwindelfrei sein. Heißt, bei Baumarbeiten oder zum Beispiel beim Anbringen von Schildern in großer Höhe solltest du dich geschickt auf Leitern oder anderen Hilfsmitteln bewegen. Beim Führen von Fahrzeugen oder Maschinen und einfach generell bei Arbeiten im Straßenverkehr ist auch eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit echt wichtig und umsichtiges Verhalten. Die 5. Eigenschaft ist auch ziemlich logisch. Handwerkliches Geschick hilft dir dabei, Fahrbahnmarkierungen aufzutragen oder Wartungsarbeiten fehlerfrei zu machen. Bist du außerdem Teamplayer? Na dann, perfekt. Zu guter Letzt brauchst du schlicht noch eine gehörige Portion Spaß und Faszination für große Kraftfahrzeuge und Maschinen. Das Gehalt als Straßenwärter Azubi kann sich echt sehen lassen. Die Autobahn GmbH des Bundes vergütet alle ihre Auszubildenden in diesem Beruf nach dem Hausvertrag. Im ersten Ausbildungsjahr bekommst du 1.060 Euro, im zweiten dann 1.110 Euro und im letzten und dritten Ausbildungsjahr gibt es ganze 1.155 Euro brutto pro Monat. Und du kriegst ein 13. Monatsgehalt. Das gibt's echt nicht in jedem Betrieb. Da man die Ausbildung zum Straßenwärter meistens bei einem öffentlichen Arbeitgeber macht, ist das Gehalt aber eigentlich immer ziemlich gut. Auch später als fertiger Straßenwärter brauchst du dir um deine Finanzen keine Sorgen zu machen. Auch dann wirst du bei der Autobahn GmbH nach Tarifvertrag bezahlt. Am Anfang, noch ohne Berufserfahrung, bekommst du nach abgeschlossener Ausbildung rund 2.700 Euro brutto. Mit den Jahren sammelst du immer mehr Erfahrung und wirst deshalb auch höher eingestuft. Bis zu 3.320 Euro sind in der Entgeltgruppe 6 in der höchsten Erfahrungsstufe drin. Aber auch dann kannst du in einer verantwortungsvollen Position mit entsprechender Weiterbildung noch aufsteigen und mehr verdienen. Zum Beispiel als Techniker oder Meister. Damit sind wir auch schon bei den Zukunftsaussichten als Straßenwärterin oder als Straßenwärter. Und die sind echt bombensicher. Du wählst mit deiner Ausbildung einen systemrelevanten Beruf, der in jeder Krise gebraucht wird. Du findest nicht nur immer einen Job, sondern auch überall. Arbeitest du bei der Autobahn GmbH des Bundes, kannst du deinen Arbeitsplatz ziemlich frei wählen. Das Unternehmen hat nämlich 190 Autobahnmeistereien in ganz Deutschland. Schon während der Ausbildung ist es deine Entscheidung, ob du nah dran an zu Hause bleibst oder auch mal einen Einsatz in einem anderen Bundesland verbringst. Bist du einige Jahre im Job und hast du Bock auf mehr Verantwortung, hast du natürlich auch die Chance, dich hochzuarbeiten. Zum Beispiel als Kolonnenführer oder Leiter einer Autobahnmeisterei. Oder aber du machst ein berufsbegleitendes Studium. Jetzt bekommst du von den Experten der Autobahn GmbH des Bundes noch 3 Gründe, warum du gerade bei ihnen eine Ausbildung machen solltest. Grund Nummer 1, das Geld für den Führerschein kannst du dir sparen, dein Arbeitgeber bezahlt ihn dir. Grund Nummer 2, du hast einen extrem sicheren Job und kannst easy an einem anderen Standort wechseln, und zwar in ganz Deutschland. Und zu guter Letzt Nummer 3, die Ausbildung und der Job an sich sind super vielseitig und alles andere als langweilig. Du weißt morgens nie, was dich am Tag erwartet, bist aber immer top vorbereitet. Bist du neugierig geworden, dann bewirb dich direkt auf ausbildung.de um einen Ausbildungsplatz als Straßenwärter oder Straßenwärterin. Da gibt's jede Menge freie Stellen und noch ganz viele Infos zum Beruf. Hast du trotzdem noch ein paar Fragen? Gar kein Problem. Stell sie hier in den Kommentaren oder auf Instagram.